Die DKU bezeichnet sich ja als Hochschule und das macht ja eben diese Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis aus. Und meine Frage dazu ist, wie das sich zurzeit umsetzt und in welchen Bildungsbereichen das bevorzugt angewendet wird. Die DKU arbeitet nach dem deutschen Universitätsmodell. Und das beruht immer auf der Zusammenführung oder wie wir sagen, Integration von Lehre und Forschung. Weil wir denken, wir wollen junge Menschen auch ausbilden, vor allen Dingen auch im methodischen Denken. Und das vermittelt immer sehr stark Forschung, weil dann muss ich die Welt neu entdecken, ich stoße auf Unbekanntes. Und das ist immer am besten, wenn wir auch Lehrer und Professoren haben, die sich auch in dieser Welt des Entdeckens auskennen. Dann können sie auch genau diese Haltung auf die Studierenden, ihnen das vermitteln. Und das ist letztendlich immer das geheime Curriculum, sage ich, einer deutschen Universität. Sie lernen die Fachausbildung, sie lernen Sprachen, aber am Ende lernen sie auch, sich wissenschaftlich in der Praxis zu bewegen. Das heißt, mit einem klaren Blick zu denken, Sachen kritisch zu untersuchen, Methoden zur Verfügung zu haben, weil sie haben das einfach im Laufe des Studiums so gelernt und machen das. Das macht eben ein Akademiker aus. Die Attraktivität der DKU macht sich ja auch darin aus, dass man hier einen Doppelabschluss erlangen kann. An welchen Fakultäten ist das hier konkret möglich und mit welchen Universitäten in Deutschland bestehen Partnerschaften oder werden vielleicht zurzeit noch aufgebaut? Also wir haben hier drei Fakultäten. Das eine ist die Fakultät für Weltpolitik. Dort haben wir einen Bachelorgang für internationale Beziehungen. Da arbeiten wir zusammen, vor allem in der Hochschule Rhein-Waal in Krefeld in Deutschland. Und dort bieten wir auch gemeinsam mit Rhein-Waal einen Doppelabschluss. So ist das auch bei unseren beiden anderen Fakultäten, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Dort haben wir auch ein Doppelabschlussprogramm im Marketing oder in Finanzierung. Und bei unseren Ingenieurwissenschaften und Informatik ist es auch so der Fall. Das heißt, wir haben eigentlich in allen unseren Bachelorstudiengängen ist immer das Ziel, dass es zum Doppelabschluss führen kann. Der nächste Schritt ist, an dem wir auch arbeiten werden, ist, dass wir zukünftig auch Masterprogramme mit Doppelabschluss anbieten würden. Da bin ich ganz ehrgeizig. Am Ende möchte ich in den nächsten Jahren auch erreichen, dass wir nicht nur Doppelabschlüsse anbieten, sondern, wie man sagt, im Hochschularabisch gemeinsame Studiengänge. Das heißt, dass wir dann einen Studiengang anbieten, zum Beispiel mit einer deutschen Universität, der ist voll integriert. Sie erwerben dann nicht nur sozusagen einen Doppelabschluss, sondern einen gemeinsamen Abschluss an der deutschen Universität und der DKU. Ah ja, sehr interessant, okay. Das Thema Stipendienvergabe ist auch immer, wofür sich junge Leute sehr interessieren. Ja. Wer kommt dafür in Frage? Eigentlich alle. Erstmal vom Grundsatz her ist jeder, der sich hier bewirbt, kann sich auch um ein Stipendium bewerben. Wir bekommen dort immer großzügig Stipendien über das Auswärtige Amt, über den DAD. Und dann überlegen wir immer von Jahr zu Jahr, wie wir diese Stipendien am besten verteilen. Wir haben einerseits Gebührenstipendien, das heißt, die Studiengebühren werden entweder vollständig oder teilweise übernommen. Aber wir haben auch sogenannte Lebenshaltungsstipendien, das heißt, wir unterstützen dort Studierende auch bei Mietkosten, Lebenshaltungskosten auch. Wie ist da das Auswahlverfahren? Also wer wird da vielleicht bevorzugt, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja wahrscheinlich so, nach welchen Kriterien wird man da ausgewählt? Na, wir machen immer besten Auswahl. Das heißt, wir haben Aufnahmeprüfungen für Studienbeginn. Wir haben dann ja auch noch Prüfungen im Verlauf des Studiums und dort werden auch immer die besten ausgesucht. Und wir haben dafür auch noch ergänzend dazu auch immer noch soziale Kriterien. Aber der Kern ist immer eigentlich, wir wollen die Besten fördern. Und wir wollen am Ende auch die Gruppe fördern, die Sprachkompetenzen so weit mitbringt, dass sie tatsächlich einen Doppelabschluss in Deutschland machen können. Von der Sprachkompetenz mit fachlichen Kompetenzen. Und sie werden dann für das Jahr in Deutschland auch voll Stipendien unterstützen. Sie waren ja vor kurzem an dem 18. Gymnasium, an der Präsentation der Solaranlage. Ja. Und wir haben auch gesehen, dass Sie auf dem Logistikforum gesprochen haben. Verbessert die Teilnahme an solchen Veranstaltungen die Kommunikation mit Studenten, die möglicherweise in den nächsten Jahren hier studieren möchten oder könnten? Ja, Sie werden mich zukünftig auf vielen, alle möglichen Veranstaltungen werde ich auftauchen als Präsident der DKU. Und die Zielgruppen sind immer ganz unterschiedlich. Klar, es gibt bestimmte Veranstaltungen, da trifft der Präsident der DKU auf, weil er vor allen Dingen die Universität attraktiv machen will für Studienbewerber.
Aber es gibt genauso auch Veranstaltungen wie zum Beispiel das Logistikforum. Da sind die Adressaten vor allen Dingen auch Unternehmen, die Verbände, die Politik. Da wollen wir auch sichtbar sein, weil Logistik ist immer ein Stärkefeld an der DKU gewesen. Da machen wir sehr gute Ausbildung. Aber wir wissen, für zukünftige Entwicklung müssen wir noch viel mehr auch Projekte machen zusammen mit Unternehmen, weil wir müssen viel Infrastrukturentwicklung machen in Kasachstan. Die Handelskorridore müssen weiter geöffnet werden, nach Europa gehen. Aber auch viele regionale Themen stellen sich der Hand, weil die wirtschaftliche Entwicklung und soziale Entwicklung von Kasachstan hängt davon ab, dass Kasachstan zunehmend einfach an der Weltwirtschaft teilnimmt, auch mit eigener Produktion, mit eigenen Produkten und nicht nur einfach eine Region ist, wo viele Waren von China nach Deutschland durchfließen oder wo einfach Öl und Gas und andere Grundstoffe verkauft werden. Weil das hat in 20 oder 30 Jahren in Kasachstan keine Zukunft. Das kann im Augenblick viel Reichtum und viel Geld, aber die zukünftige wirtschaftliche Welt wird anders aussehen. Und dazu ist immer ein Kernelement des Logistik und dazu müssen alle Unternehmen zusammenarbeiten. Die Informationstechnologie oder auch die IT ist mittlerweile ja ein sehr attraktives Studienfach für junge Leute. Gleichzeitig ist es ja auch sehr wettbewerbsfähig unter unterschiedlichen Hochschulen. Welche Maßnahmen werden hier konkret an der Universität ergriffen, um diese Ausbildung hier attraktiv zu halten und auf einem hohen Niveau zu gewährleisten? Einerseits werden Sie in den nächsten Jahren Dinge sehen oder nicht sehen, so ein bisschen im Hintergrund laufen, weil ich will den Schwerpunkt Informatik wesentlich verstärken und weiter ausbauen. Vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben. Und die Besonderheit der DKU wird immer sein, dass wir die Sachen fächerübergreifend interdisziplinär entwickeln wollen, weil dort sehen wir den praktischen Bedarf. Wir haben zum Beispiel schon einen Studiengang Wirtschaftsinformatik, da kombinieren wir eben Informatikwissen mit betriebswirtschaftlichem Wissen. Und genauso werden wir das in andere Richtungen auch machen, weil überall in allen akademischen Studiengängen steckt immer mehr ein Stück weit IT drin. Ja. Das ist zentral und wichtig. Und dazu werden wir eine Kompetenzgruppe aufbauen, vor allen Dingen in die Richtung, die eigentlich hier in Kasachstan wichtig und zentral sind. Das ist vor allen Dingen Datenmodellierung, Datenanalyse, Datenverstehen, das ist Softwareentwicklung. Aber das ist zukünftig auch so ein Feld wie intelligente Produktion oder Robotik. Da können wir aus Deutschland sehr, sehr viel anbieten und machen noch sehr wenig an der DKU. Das ist ein Themenfeld, das ich deswegen sehr viel verstärken will. Und welche Aktivitäten oder Veranstaltungen gibt es hier, werden durchgeführt, um das soziale Engagement von den Studenten zu fördern? Na, ich sehe immer, ich sag mal, meine Studien sind nicht meine. Der DKU sind immer in ganz verschiedenen Richtungen sind sie aktiv. Einerseits haben wir die Ambassadors, nennt sie sich, die Botschafter der DKU. Die arbeiten viel mit Schulen zusammen, machen diese Themen. Wir haben ein lebhaftes Clubleben hier an der DKU und Engagement in ganz unterschiedliche Richtungen. Also das gefällt mir eigentlich, dass wir eben, das ist eine winzige Universität eigentlich, aber wenn ich mich umschaue, was so die Studierenden alles machen, dann sind sie in ganz unterschiedlichen Richtungen aktiv und das ist auch wieder ein Bereich, den ich auch zukünftig mehr stärken werde. Vor allen Dingen möchte ich gerne stärker zusammenarbeiten mit den Fachschulen, auch mit dem Goethe-Institut, dass wir mal auch zukünftig endlich es schaffen, einen gemeinsamen, ich sage mal, deutschen, europäischen Auftritt hinzubekommen, eigentlich zu Themenbereichen, wo eigentlich soziales Engagement von allen Institutionen gemeinsam erforderlich ist. Zum Beispiel die ganzen grünen Themen, Nachhaltigkeit und so weiter. Da stehen wir eigentlich, das sind Zukunftsthemen aus Sicht von Deutschland und da machen wir eigentlich noch viel zu wenig. Was sind Ihrer Meinung nach so die Stärken und die Schwächen des kasachischen Bildungssystems und wie passt sich die DKU innerhalb dieses Rahmens an? Unser Modell passt eigentlich sehr gut in das ganze kasachische Modell, weil wir sind keine traditionelle Universität, die Grundlagenforschung betreibt, sondern wir sind immer sehr praxis- und anwendungsorientiert gewesen, weil das wissen wir ist eigentlich der Bedarf in Kasachstan. Das heißt, wir wollen unsere Studierenden und Absolventen daran ausbilden, dass sie ein sehr starkes praktisches Kompetenz haben, dass sie in ihrer Fachausbildung sehr gut sind, aber auch Fremdsprachen beherrschen. Und ich sehe im Augenblick die große Lücke im kasachischen Hochschulsystem. Das ist nach wie vor die fehlende Verbindung zwischen Forschungsaktivität und Lehre.
Das ist das alte sowjetische System, das ich habe so Lehrinstitute und ich habe Forschungsinstitute. Da fehlt noch die wirkliche Verzahnung und Vernetzung. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass der Präsident Tokayev und auch die kasachische Regierung eigentlich entdeckt hat, dass sie vor allen Dingen anwendungsorientierte Forschung weiterentwickeln müssen, weil das ist eigentlich die große Lücke, wo ich eigentlich den Bedarf sehe auch in Kasachstan. Es geht ja nicht um Riesen-Glanzprojekte, die eigentlich hier gar keine Anwendung finden, sondern wir haben eine Riesenlücke an Expertise, an Projekten mit Industrie und Weiterentwicklung von Digitalisierung, all diese ganzen Dinge. Das läuft klassisch im deutschen System in anwendungsorientierter Forschung und Lehre, so wie wir das in der DKU machen. Wie würden Sie sagen, sind die Absolventen der DKU attraktiv auf dem Arbeitsmarkt? Wie sehr? Aus der Sicht, die sind sofort weg. Das ist sehr gut. Das kommt einfach daher, zum einen haben sie ja immer schon die Möglichkeit, Praktika im Verlauf des Studiums zu machen. Sie lernen sozusagen potenzielle Arbeitgeber kennen, wo sie, das können sehr wohl deutsche Unternehmen hier in Kasachstan sein und auch genauso sehr gute kasachische Arbeitgeber. Und sie sind immer sehr nachgefragt, weil man weiß, okay, sie sind fachlich gut ausgebildet, aber sie bringen vor allen Dingen auch die Sprachen mit. Sie können Deutsch, sie können Englisch, sie können Russisch und zumindest, wenn sie es nicht als Muttersprache haben, auch so eine Basis in Kasachisch haben sie auch. Und wenn Sie überlegen, wir haben mal gerade knapp 900 Studierende auf die Studierendenzahl in Kasachstan runtergebrochen, sind wir an den Universitäten und wir bedienen genau diese Nachfrage, wo ich eigentlich dieses große Kompetenzprofil brauche. Und dort wird es in den nächsten Jahren einfach ein sehr, sehr starkes Nachfragepotenzial geben auf Weiterentwicklung. Also würden Sie auch sagen, dass eventuell die Nachfrage an der DKU zu studieren steigt, gerade aufgrund der Tatsache, dass es eben diesen großen Praxisbezug gibt? Ja, natürlich, es gibt da trotzdem immer eine große Einstiegshürde. Klar, weil ich weiß, ich bin sehr stark gefordert. Nicht jeder bringt schon Fremdsprachenkenntnisse mit, nicht jeder fühlt sich unbedingt als das große Sprachtalent. Das wissen wir, insofern haben wir immer eine große Einstiegshürde. Und ist auch bewusst so, weil wir fordern ja unsere Studierenden sehr stark im Verlauf des Studiums, weil wir müssen die Sprachen lernen und müssen gleichzeitig die Vorausbildung machen. Also werden wir immer, hoffe ich, Nachfrage haben. Ich hoffe vor allen Dingen mehr von den Schulen in Kasachstan, die noch Deutsch als Fach haben, dass wir dort auch attraktiver werden. Aber wir werden niemals auf eine Studierendenzahl von 2.000, 5.000 oder 6.000 Studierenden kommen. Das ist nicht das Ziel. Ihre abschließenden Worte an die deutschen Jugendlichen in Kasachstan. Was haben Sie noch zu sagen? Was würden Sie ihnen mit auf den Weg geben? Ich würde ihnen mit auf den Weg geben, studiert an der DKU. Sucht euch ein attraktives Fach und lasst euch Spaß machen. Lasst euch nicht von euren Eltern in die eine oder andere Richtung überreden, sondern entscheidet selber. Und das Wichtigste ist an einem Studium, dass es wirklich Spaß macht und motiviert. Geht in die Welt hinaus, guckt euch das an, wie es anderswo ist, in Europa oder in anderen Ländern. Aber bitte sehr, kommt zurück nach Kasachstan, dann da werdet ihr in den nächsten Jahren und den kommenden Jahrzehnten an Traditionen gebraucht werden. Und ich glaube, die Welt verändert sich. Innerhalb des letzten Jahres, naja, wenn man in Deutschland von Kasachstan geredet hat, und haben die gefragt, wo ist denn das eigentlich? Ja, das stimmt, ja. Irgendwo am Rande der Welt. Ich habe ja die letzten Jahre in Österreich gelebt, das ist schon anders. Da gibt es einen ganz anderen Bezug zu Kasachstan und anderen zentralasiatischen Ländern. Aber die Welt ändert sich. Und Kasachstan ist plötzlich vom Rande der Welt mit in Mittelpunkt gerückt. Wie die sich entwickelt und ein zentraler Mitspieler wird es sein im nächsten Jahr. Also kann ich nur sagen, geht nicht irgendwo in die Welt, sondern bleibt hier, denn was ihr hier erleben wollt, das wird euch viele Chancen und Möglichkeiten geben. Okay, super. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön.